Fantastic. Hallo, willkommen zurück zur dritten Episode Let's Play Summoners War mit mir, Fred. Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war jetzt eine gewisse Zeit nicht mehr im Spiel drin. Allerdings nicht, weil ich das Spiel nicht mag, ich finde das Spiel immer noch cool. Allerdings hat es zeitlich nicht ganz hingehauen, dann kam noch Pokémon Go dazwischen und so weiter. Allerdings, ja, wir haben so viele, ich hab so viele Freundesanfragen, ich habe so viele Anfragen für die Gilde, ich kam da absolut überhaupt nicht mehr hinterher. Wir hatten, also die maximale Anzahl erreicht an Anfragen 999 für die Gilde, deswegen, ich kam da nicht mehr hinterher, deswegen, ja, es tut mir leid. Wir haben eine tägliche Mission abgeschlossen. Freundschaften aufbauen, das sammeln wir jetzt erstmal ein. Schicke 5-mal einem Freund Social Points. Zack. Ding, ding, ding. Eingesammelt. Und jetzt gucken wir mal weiter. Was habe ich denn hier noch? Okay, in der Mine habe ich alles aufgesammelt. Die sind auch alle fertig. Geschenk nehmen wir mal eben. Moment, was haben wir hier denn noch? Haben wir alles fertig? Ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein in die Arena. Kämpfen mal direkt. Warum sie jetzt lange rumrödeln? Oder habe ich hier noch irgendwas? Kann ich noch was aufwerten? Habe ich noch? Oh, ich habe noch einige Monster. Ich werte das jetzt hier einfach mal auf. Mach jetzt erstmal die ganzen Pizzle-Monster da weg. Guck jetzt erstmal, was passiert. Er ist jetzt hier, oder beziehungsweise sie ist aufgewertet, aber nicht ganz so, dass wir ein Level hochsteigen. Zack, zack, zack. Oh ne, eh nicht. Eh nicht. Brauche ich noch zu wählen? Wir lassen es erstmal so. Ich hab noch nicht ein einziges 5-Sterne-Monster. Das ist echt. Ich muss mal echt mal mehr hier mich wieder. Monster wollte ich gar nicht. Ich wollte Kampf. So, Kampf. War da irgendwas? Ich habe den Gildenkanal betreten, aber da ist gerade nichts los. Okay, wir gucken mal nach. Was kann ich denn noch machen? Den Dungeon kann ich noch machen. Wüste Tamo habe ich noch gar nicht gemacht. Insel des Kampfes. Ah, du hast dich nicht für den Gildenkampf angemeldet. Genau, wir haben ja noch... Gildenkampf kann ich auch machen. Er macht aber erst nicht. Wir gehen jetzt erst in die Wüste Tamo. Da habe ich sogar schon ein bisschen was gemacht. Wen nehmen wir mal dazu? Ich glaube mal, wir nehmen einen Starken dazu. Ich weiß noch nicht genau, wen ich da nehmen soll. Ah, der Clown war immer nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Wir haben keine Leaderfähigkeit, das ist mir aber egal. Denn wir wollen das. Das schaffen wir sowieso. Ich denke mal, wir werden die auf eben noch schnell zu Ende rushen. Und dann die Preise einsnaggeln. Okay. Wüstetamo, 1 von 3. Überalte Monster. Wie viele Monster gibt es hier, bitte? Das ist geil. Amputationsmagie. Ich wette, alle weg. Yep. Alle weg. Zack, er ist kaputt. Jetzt kommt gleich unsere Level 26, unsere Level 26 Tuse. Er ist auch gar nicht mal schlecht. So, jetzt. Magiegeschoss auf alle, bitte. Gar nicht mal so ganz so schlecht eigentlich. Ja, genau, noch ganz kurz am Leben. Der 23, den machen wir jetzt eben kaputt. Ach, komm jetzt, wen nehmen wir jetzt? Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links. Links. Oh, beide hat er, beide. Und jetzt noch zack. Na, wieder! Das ist so ärgerlich. Hast du das, wenn die noch so ganz bisschen haben, weil dann können sie noch meistens noch einen Angriff noch machen. Das hat gereicht. Und jetzt wieder das gleiche Spiel wie eben. Wir machen einfach alle direkt kaputt mit dem 40er. Pass mal auf. Ah, erst auf den mittleren gehen. Auch nochmal einen Schlag. Oh Gott, Erdbeben. Gib mir den 40er! Jetzt. Amputationsmagie. Und sind sie alle tot? Yeah! Wir kriegen eine Truhe, aber was ist drin? Oh, Level up bei dem einen, beziehungsweise bei der einen. Komm. Unbekannte Schriftrolle. Ja, leider nur zwischen 1 und 3 Sternen. Ärgerlich. Nein, wir gehen zurück. Ich will ja zurückgehen. Ich möchte nämlich mal eben jetzt das Monster beschwören. So, habe ich sonst so vielleicht... Warte, ich habe doch noch voll viel. Die Sonderbeschwörungsliste wurde zurückgesetzt. Schau nach. Social Points. Kann ich so viel mit beschwören. Level 1 Waldwächter. Ich habe so viele Social Points. 490, ein paar können wir noch. Level 1 Mimik, was haben wir sonst noch? Sandmann, beschwören und... Gespenst. Einen können wir noch. Dann ist vorbei, außer ich krieg da noch ein paar Social Points. Kristalle... Ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Ich kann zweimal. Du kannst ja Monster mit... Weil du 3 bis 5... Ich möchte einmal Level 5 Monster haben. Ich möchte einmal Glück haben. Oh, die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Was ist es? Was ist es? Ah, Level 3, beziehungsweise 3 Sterne. Mist. Ich muss es riskieren. Ich weiß, einige von euch werden jetzt sagen, mach's nicht, aber ich hab's doch gemacht. Ich muss es riskieren. Bitte. Ich kenne mich ja nicht aus vorher, wenn ich sie sehe. Ups. Ach, Pinguinritter, ernsthaft? Ja, klar, eine Leaderfähigkeit. Nutzerbewertung, was steht jetzt da?
Naja. He could be good stunner Deathbreak. Naja. Mist. Jetzt habe ich keine mehr. Jetzt habe ich auch keine. Doch eine. Ja, genau. Wir haben ja noch die unbekannte Schriftrolle. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Okay, ist Level 1 bis 3. Auch wieder nur Level 1. Na gut. Nein. Ich möchte jetzt keine Rezension abgeben hier. Ich möchte kämpfen. Ja, klar, wir haben jetzt neue Monster. Ich würde auch sagen, wir lassen den einen, unser neues Monsterchen, lassen wir jetzt gleich mal den Pinguinritter, lassen wir jetzt gleich mal sofort mal in Aktion treten. Und zwar wieder in der Wüste Tamor. Mal gucken, was wir jetzt hier noch so hinkriegen. Wir tauschen das jetzt mal aus. Wobei, ne, wir nehmen. Ich weiß nicht, weil ich kann mich so schwer entscheiden. Aber Level 17 ist schon okay. Ich weiß nur nicht genau, was ich jetzt für einen von euch mitnehmen soll. Ihn hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Oder sie? Ihn? Sie? Ihn? Sie? Keine Ahnung. Wir probieren es mal. Geheime Geheimnisse machen keinen Spaß. Erzähle deinen Freunden von den geheimen Dungeons, sagt Juno. Ja, sie ist auch eine 6... Sie ist auch ein 6-Sterne-Monster. Wüste Tamor. Okay, ich bin... Was ist das hier? Greift einen Feind an, indem... Blablabla. Okay, er hat keine Attacke für alle Monster. Das ist schon mal gar nicht mal so gut. Naja, Level 1 Pinguinritter, kannst du dir vorstellen, macht kaum Schaden. Ja, Siegelhieb von unserem Trunkenbold macht schon besser was. Auch nicht schlecht. Gehen wir jetzt auf... Ja, dann müssen wir natürlich da drauf gehen, damit der komplett... Ist nicht komplett weg. Ich dreh durch. Attackiert zwei Gegner. Komm jetzt. Ja, der eine lebt leider immer noch. Jetzt nicht mehr, glaube ich. Na, immer noch. Gibt's nicht. Ja, der ist zu... Wenn du nicht auf mehrere gehen kannst, ist das schlecht. Ich wollte sagen, scheiße. Greift einen Feind an, was in dem proportional zu Max-HP des Feindes Schaden zugeführt und okay. Nehmen wir mal. Ist schon mal tot. Ein Problem weniger. Ja, der ist halt, der Pinguin ist halt sehr, sehr schlecht noch auf Level 1. Da gibt es nichts. Noch ein Glas. Noch ein Glas. Noch ein Glas. Auf unser... Ach stimmt, kann ich nur regenerieren. Vergessen ist ja kein Angriff. Klingenflut. Oder Magieerstellung nehmen wir nicht. Wir nehmen Klingenflut. Ah, aber hätte ich mir schenken können. Hätte ich lieber einen anderen genommen. Das war blöd. Da drauf nochmal Donnerwelle. Ja, genau. Nehmen wir nochmal Siegelhieb. Machen es kaputt. Ach, komm, ey. Ja, immerhin. So, jetzt nochmal 3. Ah, bitte. So, Nummer 1. Kaputt. Ich bin mal gespannt, der wird aber wahrscheinlich, der Pinguin wird nur ein Level gleich steigen, oder? Ich glaube nicht, dass der jetzt sofort zwei oder drei Level wird er wahrscheinlich nicht steigen nach einem Dungeon oder beziehungsweise nach jetzt drei Leveln hier. Aber gucken. Ich bin gespannt. Yay, 1,45, Bestzeit. Ein Level. Was ist drin? Kommt eine Schriftrolle? Ja, die verkaufen wir aber. Die ist mir nicht wertvoll genug. Wir nehmen noch eine Stufe, machen wir noch. Und ich bin mal überlegen, welchen wir jetzt nehmen. Direkt mal am Anfang hier, Kollegin. Kein Buff. Ich hab hier nur so Kacke, ne? Nur so Mistel dabei. Deswegen nehmen wir jetzt mal ihn raus. Was war denn nochmal der Leader? Wer hatte denn nochmal die Leaderfähigkeit? War das nicht? Das war doch aber das Vieh. Na gut. Wieder keine Leaderfähigkeit, aber ist egal. Wir schaffen das auch trotzdem. Dadurch, dass ich ja euch habe, eure Truppen oder beziehungsweise eure Monster, das wird eigentlich ganz gut laufen, denke ich mal. Ja, ist echt so. Du merkst es schon, wenn du nicht die Zeit hast, das mal ein bisschen noch intensiver zu spielen. Ich merke es selber, weil du kommst raus. Ich habe das eine Woche gar nicht gespielt. Du kommst einfach komplett raus aus dem Spiel. Ich hatte mich echt gerade dran gewöhnt, aber dann spielst du wieder eine Zeit lang nicht. Dann bist du wieder raus und ja. Das merkt man auch. Das merkt man auch. Okay, jetzt greifen wir aber alle an. Ah, der ist gar nicht mal so gut. Gar nicht mal. Level 26 ist gar nicht mal so gut, wie ich das erwartet hatte. Deswegen müssen wir jetzt den Siegelhieb auf den linken Kollegen nehmen. Na, oh, immer noch. Ey, ich hasse das, wenn die immer noch so gerade eben leben. Okay, das hat fast gar nichts gebracht. Ich glaube, das könnte eine etwas lustigere Runde werden diesmal. Okay. Der ist jetzt gleich... Okay, der ist kaputt. Jetzt noch auf ihn. Oh, das war gerade mal... Das war nur Runde 2. Ich dachte, das wäre Runde 3 gewesen. Okay, jetzt alle Feinde. Ja, sind sie betäubt. Nein, mach! Die mittleren! Ja, ich hätte lieber den rechten nehmen sollen, dann wäre der weg gewesen. Das war blöd. Deswegen gehen wir jetzt auf den rechten. Der ist kaputt. Der Leaky lebt immer noch ein bisschen, das gibt's doch nicht. Wie kann der noch leben? Immerhin, jetzt haben wir es geschafft. So, jetzt haben wir ihn besiegt. Victory! Kein Level Up. Komm, bitte was Gutes.
Unbekannte Schriftfrage. Wieder nur 1 bis 3 Sterne. Nein, ich möchte es nicht kaufen. Ich habe ja schon 19,99 € bezahlt hierfür. Um was zu machen. So, zack. Malucken. Wir können ja nur 1 beschwören. Beschwören. Kann ich eigentlich auch Monster noch kombinieren? Na, Level 1 Mimik ist scheiße. Ich will doch nur ein Level Formwandler können machen. Aber kann ich jetzt nicht, weil ich nicht die passenden habe. Ah, Mann. Ich würde aber sagen, ich weiß nicht, ob ich es kombinieren soll, aber das ist auch blöd, das bringt eigentlich nichts. Wir können ja mal bei der Community gucken, kann ich noch Geschenke machen? Ja. Genug Geschenke noch da, die ich noch machen kann auf jeden Fall. Es sind so viele, es waren auch so viele Anfragen für Freunde, so viele Anfragen für die Gilde, es ist echt... Irgendwann kam ich da gar nicht mehr hinterher, das alles anzunehmen. Es tut mir echt leid für die Leute, die nicht reinkamen, aber... Selbst bei den Leuten, wo ich wusste, dass sie eine Anfrage geschickt haben, die müssen mir vorher gesagt haben, ich hätte sie auch nicht reingelassen, weil ich sie teilweise auch gar nicht gefunden habe. Es ist einfach so. Also deswegen will ich aber sagen, wir sind jetzt... Was ist das hier? Wieso? Was erzählt der mir da? Nein, jetzt habe ich auf Werbung geklickt. Hilfe. Aber wie gesagt, sind wir am Ende dieser Episode. Ich denke mal, wir werden jetzt erstmal eine Pause einlegen von Summoners Wars. Ist auch der Tatsache geschuldet, dass halt, wie gesagt, noch andere Spiele kommen, so wie Clash Royale, Clash of Clans und natürlich Pokémon Go. Und bald noch ein neuer Spieletest. Deswegen, seid mir da nicht böse. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir werden irgendwann nochmal weitermachen. Und lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch Summoners War mit mir, dem Fred, gefallen hat. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis später. Macht's gut. Tschüss.